Wo soll ich Spiel, Serie, Franchise XY eigentlich genau anfangen? Das ist eine Frage, die mich zu diversen Spielen öfter erreicht, entweder hier in den Kommentaren oder auch im Streamchat auf Twitch oder eben sonst wo, dass Leute eben nachfragen, hey, ich würde gerne in beispielsweise Kingdom Hearts oder die Trails-Reihe oder sonst was, da würde ich gerne einsteigen. Was empfiehlst du mir denn? Wo sollte ich anfangen? Was sind die wichtigen Spiele? Was ist die genaue Reihenfolge? Und die Antwort, die ich jedes Mal gebe und die ich auch deswegen in diesem Video einfach mal offen und ehrlich sagen möchte, ist jedes einzelne Mal dieselbe. Und das ist, spielt die Titel in chronologischer Reihenfolge nach Release-Datum. Nicht die chronologische Reihenfolge im eigentlichen Serienkanon, sondern in der Reihenfolge, in der die Spiele veröffentlicht wurden. Das ist jedes einzelne Mal immer eine korrekte Möglichkeit. Es ist nicht die einzige Möglichkeit. Hey, ihr könnt an sich machen, was ihr wollt. Wenn man in einer Serie auch alles ist aufeinander abgestimmt, man sollte eigentlich die Handlungen der vorigen Titel kennen. Das ist genau wie bei einer Serie, wo es eine durchgängige Handlung gibt. Hey, wenn du in der 5. Staffel Breaking Bad anfangen willst, dann kannst du das gerne machen. Du wirst wahrscheinlich nicht die beste Erfahrung haben. Du wirst wahrscheinlich immer noch Spaß irgendwie an der Serie haben. Aber auch da würde ich dir empfehlen, vorne anzufangen. Und auch da, wenn wir mal bei einem Serienbeispiel bleiben, ich würde auch da nicht die chronologische Reihenfolge der Serie empfehlen, weil dann müsstest du in dem Fall beim Prequel Better Call Saul anfangen, das durchsehen und dann Breaking Bad gucken, beziehungsweise du solltest eigentlich dann nur alles, was in der Vergangenheit spielt, gucken und dann die Sachen, die nach Breaking Bad spielen, rausschneiden und die dann danach gucken irgendwie. Also es ist ein bisschen seltsam, aber der Grund dafür ist, und deswegen empfehle ich das auch immer bei Spielen, weil diese Sachen automatisch, zwangsweise aufeinander aufbauen. Wenn du ein Prequel machst, dann hast du vorher schon das Original gemacht. Die Leute, die sich dann um dieses Prequel, ne, also etwas, das dann vor der eigentlichen Serie spielt, beispielsweise jetzt Yakuza Zero ist ein Titel, der einige Jahre vor dem ersten Yakuza eben spielt. Sogar über eine Dekade, beziehungsweise noch ein bisschen länger, wenn man die... Ist egal. Aber auf jeden Fall, selbst da ist es so, dass dieses Prequel mit dem ganzen Wissen der vorigen Teile gemacht wurde. Auch da gab es schon die Serienteile 1 bis 5, es gab diverse Spin-Offs, aber diese 5 Hauptteile, die gab es schon, die hat das Team und eben viele Leute, die an diesen ersten Teilen beteiligt waren, die haben dann eben auch das Zero-Prequel gemacht, die arbeiten mit dem Wissen. Das heißt, das ist nie aus einem, das ist nie kontextlos, das ist nie in einem Vakuum entstanden. Und selbst wenn man etwas machen sollte, um auch neuen Leuten die Möglichkeit zu geben, darin einzusteigen, ist es dennoch so, dass immer gewisse Dinge verloren gehen. Es ist immer so, dass man gewisse Referenzen oder dann eben auch diese Erkenntnis, ah, so, so war das damals früher, dass man das dann eben verliert. Aber in den meisten Fällen werden eigentlich auch Prequels für Fans gemacht. Ich finde das gerade bei Yakuza immer so ein bisschen seltsam, dass ich dann vor allem von Leuten, die nicht mit der Serie eingestiegen sind vorher, die gerade auch da nie die PlayStation 2 Originale gespielt haben und das Ganze eben durchweg verfolgt, dass die mit Zero angefangen haben, dann sagen, ja, das Prequel, das wurde dafür gemacht, um teilweise auch für den westlichen Markt das Ganze, die Leute reinzuholen. Also nein, das Ding wurde als Prequel für Fans gemacht. Als das Spiel rauskam, gab es nicht mal einen westlichen Release. Das ist erst 2 Jahre später bei uns erschienen. So, wir mussten da hart für kämpfen. Wir haben Yakuza 5 nur digital zunächst bekommen auf der PlayStation 3, Jahre nachdem es ursprünglich in Japan rausgekommen ist. Und dann hatte Sega endlich sich dazu hinreißen lassen, okay, wir geben dem Ganzen jetzt eine Chance. Wir versuchen das jetzt mal mit Zero die Reihe wirklich rüberzubringen, eben weil es ein Prequel ist, weil wir da eben auch in der Vermarktung eine leichtere Chance haben, als jetzt mit einem 5. oder 6. Serienteil einzusteigen. Das heißt aber nicht, dass das Spiel deswegen für Neulinge gemacht wurde. In dem Fall arbeitet es ganz klar mit der Erwartungshaltung von Serienfans, gerade eben was die beiden Protagonisten betrifft, dass man dann, oh, Kiryu verhält sich ja ganz anders als in den späteren Spielen und gerade der Wechsel zu Majima ist dann wirklich ein sehr, sehr starker Kontrast und man erfährt dann eben, wie er zu dieser Person wurde. Der Twist von 4 wird direkt hier verraten. Sehr viele von den Nebenaufgaben arbeiten eben auch mit Figuren, die man aus den späteren Spielen dann eben kennt. Also das ist jedes Mal eine Sache, bei der man, finde ich, eben auch mehr aus dem ganzen Spiel rausziehen kann. Und selbst wenn es jetzt nur mechanische Naturen sind, ne, dass man dann sagt, ja okay, das ist jetzt vielleicht keine Handlung, die aufeinander aufbaut, selbst dann würde ich immer empfehlen, die chronologische Reihenfolge von Spiele-Releasen durchzugehen, weil man da dann eine gewisse Entwicklung eben
eben auch betrachten kann. Dass du dann vorne anfängst und dann miterleben kannst, ah, das hat sich dann verändert, vielleicht auch als eine interessante Entscheidung oder im historischen Kontext, ja, das war eben so ein Trend, den man damals nachverfolgt hat. Und dann baut das eben aufeinander auf. Und das ist, finde ich, immer eine wesentlich interessantere Perspektive. Plus, du hast dann eben auch nicht diesen Whiplash, wenn du mit dem neuesten Serienteil einsteigst, der dann sehr an die modernen, ne, Konventionen irgendwie gehalten ist. Und dann gehst du wieder zurück und auf einmal hast du dieses, oh mein Gott, das sieht ja, wie sieht das denn aus? Wie spielt sich das denn? Und man hat dann eine viel schwerere Zeit, sich darauf einzulassen. Und erneut, ich sage nicht, dass das die korrekte möglich oder die einzige, die optimale, die beste oder sonst was, aber es ist aus meiner Perspektive immer eine sehr gute und eben auch die Möglichkeit, die ich jedes Mal den Leuten ans Herz lege, weil es nie eine falsche ist. Es ist nie eine falsche Möglichkeit, diese Sachen so zu erleben, weil das ist die originale Intention sozusagen gewesen. Und erneut, wenn man dann sagt, ah, ich muss das dann aber in der chronologischen Geschichte irgendwie nacherleben, da wirst du in den meisten Fällen, wenn die Serie hin und her wechselt, immer eine katastrophalere Zeit haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand mit dieser Devise an Metal Gear Solid rangeht. So, okay, du fängst dann mit Metal Gear Solid 3 an, was auch mechanisch so einen Mittelpunkt eben darstellt in der PlayStation 2 Ära. Dann gehst du auf die PlayStation Portable zurück und dann gehst du wieder auf die aktuellste, also mit das aktuellste zurück und musst dann eben Metal Gear Solid 5 dann spielen. Dann gehst du wieder ganz an den Anfang zu den MSX-Teilen mit Metal Gear 1 und 2 und dann wieder auf die PlayStation 1 und dann wieder auf die PlayStation 2. Also und dann gehst du wieder auf die PS3 los. Also das ist so ein Hin und Her und eben auch mechanisch. Und wenn man das stattdessen dann, du fängst bei den chronologischen Releases, wie sie veröffentlicht wurden, fängst dann bei den MSX-Teilen an und dann siehst du, ah, okay, jetzt wieder für die damalige Zeit sehr interessante Entscheidungen, erlebst das starke Upgrade von Metal Gear 2 mit. Wenn du dann zu Metal Gear Solid gehst, dann auf einmal hast du wirklich diese Erkenntnis, holy shit, das ist ja fast schon ein Remake von dem Spiel. Du verstehst auch gewisse Storypunkte wesentlich besser, die Zusammenhänge davon. So, wenn du da irgendwelche Referenzen mit Gray Fox oder sonst was hast, dann bist du, soll ich da irgendwie was wissen? Also nein, das sind Sachen, die eben in Metal Gear 2 schon etabliert wurden und das geht dann eben die ganze Serie weiter. Dass auch wenn du dann das Prequel zurückgehst oder beziehungsweise diese ganzen Prequel-Teile mit eben Metal Gear Solid 3, Portable Ops, obwohl Portable Ops kann man theoretisch auch weglassen und dann eben in Peace Walker, Metal Gear Solid 5 beziehungsweise Ground Zero noch davor. Auch die Spiele arbeiten eben mit einer gewissen Erwartungshaltung, die man hat. Das gleiche gilt auch für etwas scheinbar Kompliziertes wie Kingdom Hearts. Wenn du dann musst du mit den komischen Mobile-Spielen anfangen, die man an sich auslassen sollte und wechselst auch hin und her und auch da wieder, das Spiel arbeitet mit der Erwartungshaltung. Wenn du beispielsweise, was ja ein Prequel ist, Birth by Sleep spielst und dann zu den Punkten kommst, wo diese Überschneidungen zu dem ersten Kingdom Hearts stattfinden, ehrlich gesagt ruiniert dir das so ein bisschen die Handlung auch von den späteren Teilen, weil gewisse Mysterien, die da aufgebaut wurden, du dann schon so, ja okay, warum reden die Charaktere miteinander oder gewisse auch Sachen, die dann teilweise geretconnt werden, das fühlt sich dann auch irgendwie blöd an und deswegen am besten immer in dieser Release-Reihenfolge das Ganze durchgehen. Jetzt hatte ich natürlich vorher gesagt, ja, aber Björn, du hast ja gesagt, geh das ganze Ding durch, aber dann sagst du, gewisse Titel können übersprungen werden. Und das ist auf jeden Fall immer eine Sache, je nach Serie, also gerade wenn es irgendwelche Spin-Offs sind. Ich meine, bei Kingdom Hearts ist es so, dass die Story, es gibt keine Spin-Offs, weil alle Spiele, die jetzt auch keine Zahl haben oder nicht mal irgendwie auf einer Mainline-Konsole rausgekommen sind, ne, die ganzen Mobile-Sachen, auch die haben an sich Kanon-Story. Auch Stories, die dann für die späteren Hauptteile relevant sind. Also auch aus den Mobile-Titeln gibt es Handlungspunkte, die wichtig sind, um beispielsweise die Endensachen von Kingdom Hearts 3 zu 100% zu verstehen. Aber in dem Fall würde ich dann sagen, spielt besser die Sachen nicht und schaut euch einfach nur eine Story-Zusammenfassung an. Und das gilt auch generell so. Hey, wenn ihr irgendwie sagt, ich will jetzt unbedingt in die Serie einsteigen, aber möchte mir nicht die Zeit nehmen, um 20, 30 Dinger davor zu spielen, ich möchte jetzt einfach nur das Aktuellste und damit weitermachen, dann schaut euch eine Story-Zusammenfassung an oder so. Das ist vollkommen okay. Ich habe immer nur das Gefühl, dass Leute das fragen, so als eine Erlaubnis. So als ob man dann, hey, ich würde jetzt gerne da einsteigen, aber ich habe jetzt nicht die Zeit oder die Lust oder eben auch die Systeme dafür oder eben auch die Zeit, was ist dann jeweils die beste Version? Weil ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was ist dann die beste Version zu spielen? Weil ich habe zum Beispiel jetzt versucht, dieses Jahr auch die Ys-Reihe nachzuholen und da ist es eine absolute Katastrophe, wenn es darum geht, oh ja, ich möchte die in chronologischer Reihenfolge nachholen.
nachholen. Aber fuck it, welche Version? Muss ich mich dann wirklich um die PC-88-Version von damals kümmern? Darf ich ja nicht meinen, das ist die Version, die ich jetzt gespielt habe. Die PC-Engine-Remakes davon, von 1 und 2, wo die zusammengefasst werden, spielen. Soll ich dann die originalen Releases machen oder eben auch die ganzen Remakes, die es davon gibt? Was ja Falcom bei fast allen Spielen aus der Reihe mittlerweile getan hat. Also zumindest von den älteren. Und das ist nochmal ein ganz anderes Fass auf jeden Fall, was immer so die beste Version ist. Und auch da gibt es, ey, selbst bei Reihen, wo es jetzt einfacher sein sollte, wie bei Final Fantasy, auch da ist es so, hey, willst du die originale Erfahrung haben vom NES? Willst du dann zusätzliche Inhalte von später haben? Oh, aber dann gibt es Versionen, die haben mehr Inhalte, die haben dann aber schlechtere Grafik oder Soundprobleme. Ah, aber da gibt es ja Sound Restoration Patches für Emulatoren, wie zum Beispiel bei den GBA-Spielen. So, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber wenn es einfach nur darum geht, eine Reihe nachzuholen, ihr müsst euch keine Erlaubnis holen. Also das ist so, man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, einfach weil man in einer Serie später einsteigen will. Aber, und da möchte ich, glaube ich, Leute eher so ein bisschen ermutigen, es ist so, will man die Reihe wirklich nachholen oder will man einfach nur seine FOMO befriedigen? Will man einfach nur aktuell daran teilhaben und mit den Leuten mitreden können? Wenn es jetzt zum Beispiel, die Yakuza-Reihe, jetzt kommt eben das Spin-Off erstmal raus, Like a Dragon Gaiden, was ja auch sehr darauf, ne, wenn man keinen Bezug zu Kiryu als Charakter hat, wie sehr lohnt sich das dann eben als so eine Nebengeschichte, die ein paar Sachen erklären soll. Aber es ist natürlich dann auch wichtig, wenn du jetzt in Infinite Wealth reingehst, den achten Teil, also den hauptsächlichen achten Teil der Reihe, so, da kenne ich natürlich auch dann Leute, die dann sagen, oh, ich möchte da gerne mitspielen, muss ich denn dann 7 nachholen? Weil im besten Fall, ja, hast du auch die ganze Reihe davor nachgeholt, weil Kiryu als Hauptcharakter auch Teil der Handlung ist und jetzt nochmal seine Geschichte hoffentlich zu einem richtigen Ende gebracht wird. Und das fühlt man auch wesentlich stärker, wenn du die ganze Reihe davor gespielt hast. Wenn du so viel Zeit mit diesem Charakter verbracht hast. Natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt in einem Jahr beispielsweise alle Titel nachholt. Du wirst vielleicht nicht die gleiche Verbindung zu einer Figur spüren, die du seit 2005 begleitet hast, wo ja das erste Yakuza eben rausgekommen ist. Oder vielleicht, wenn man die Sachen auch ein bisschen zwischenzeitlich dann nachgeholt hat. Aber ich würde sagen, dass man immer einen größeren emotionales Gefühl an diese Figuren hat, wenn man die ganzen Teile dann vorher eben auch kennt und miterlebt hat, egal wann es dann jetzt irgendwie war. Und da habe ich dann gerade jetzt bei so einem Titel das Gefühl, dass dann Leute, oh, ich möchte jetzt aber den aktuellen Release spielen, weil das ist jetzt das neue Ding, was rauskommt. Das ist dann mechanisch vielleicht dann eine Verbesserung in gewissen Punkten oder irgendwie modernisierter, für mich einfacher spielbar. Es ist auf allen Systemen kommt es dann eben raus, die ich irgendwie habe und kann das leicht spielen und ich möchte dann eben auch mitreden. Reicht es dann nicht nur, wenn ich den Teil nach oder da eine kurze Story-Zusammenfassung habe? Und es ist so, ihr könnt das gerne machen, das ist vollkommen okay, nur die Frage, die man sich stellen sollte, ist es eben, mache ich das jetzt nur, um meine FOMO zu befriedigen? Mache ich das jetzt nur, um auch bei diesem neuesten Teil mitreden zu können? Mache ich das, um eine Abkürzung zu nehmen, weil, hey, ich wollte schon immer mal die Yakuza-Spiele nachholen, ich wollte schon immer mal die Like a Dragon-Titel jetzt eben spielen und dann kann ich sofort einsteigen und muss nicht irgendwie meine Hausaufgaben machen. Und die Sache ist, ich glaube, wenn man das auch, weil ich kenne das selber, dass sich das dann wirklich wie so Hausaufgaben anfühlt und so sollte man das nie betrachten. Man sollte das immer so als eine freudige Reise irgendwie sehen, dass man dann sagt, oh, holy shit, ich habe noch so viele Spiele zum Nachholen. Alter, die kann ich einfach durchgehen. Was habe ich da noch für großartige Spiele, die mich irgendwie erwarten, die ich dann durchgehen kann? Und hey, wenn du bei einem Titel irgendwie mittendrin merkst, der macht mir keinen Spaß, ich muss das jetzt nicht zu Ende sehen, auch da ist es kein Problem, sich dann einfach eine Story-Zusammenfassung oder die Enden anzugucken oder sonst was und dann zum nächsten Teil überzugehen. So auch in alle Sachen irgendwie mal reinzuschnuppern und zumindest bei der Yakuza-Reihe ist es ja möglich. So, du hast auf allen Systemen sind die Teile verfügbar. Leider bei den ersten Teilen nur die Remakes, das ist eine andere Geschichte. Da habe ich auf dem Hauptkanal ein Video mal zugemacht zu der gesamten Reihe. So, meine präferierten Versionen sind immer noch die PlayStation 2-Version beziehungsweise eigentlich die PlayStation 3 Remaster oder auch das Wii U Remaster, wo es rausgekommen sind, aber die sind nur auf Japanisch. Die hat Sega immer noch nicht im Westen rausgebracht, was ich sehr schade finde, werden sie wahrscheinlich auch nie tun, weil nur irgendwelche Leute, so wie ich, die originalen PS3 Remaster eh schon gekauft und gespielt haben, danach schreien. Aber ja, das ist so ein allgemeines Thema, das wollte ich einfach hier nur nochmal sagen. Also, ne, zusammengefasst, hey Björn, ich möchte gerne Spielereihe XY nachholen, wo soll ich anfangen, was ist die beste Reihenfolge? Immer die Release-Reihenfolge, dann nachgucken, ne, man kann vielleicht schauen, gibt es irgendwelche Sachen, die sind nur Spin-Offs, die behalten keine Story, sind die irgendwie gut, dann kannst du die Sachen natürlich auch auslassen. Du musst dich nicht zwingen, alles davon durchzuspielen, wenn du die Sachen einfach nur reinspielst,
spielen willst, kannst du die auch eben überspringen. Und es ist ansonsten freikommen überlassen. Es ist nur diese Empfehlung, aber wenn man mich fragt, dann ist es jedes Mal die Antwort, die ich gebe. Und eben auch noch, man sollte sich überlegen, will ich eine Reihe wirklich nachholen? Will ich die Reihe wirklich erleben? Weil wenn ich eine Reihe erleben will, dann will ich die eigentlich auch in ihrer Gänze erleben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch bei Filmen oder so nie fragen. So, natürlich ist es auch ein geringeres Zeitcommitment auch. Es ist teilweise ein bisschen schwieriger, in die älteren Versionen zu kommen. Wenn man die Hardware nicht hat, muss man sich eben dann teilweise auf Re-Releases oder eben auf Emulation und dann gibt es da irgendwelche Fehler. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber um das Übergreifen einfach zu beantworten, die Frage stellen, macht man das nur, um seine FOMO zu befriedigen, um aktuell mitreden zu können? Oder möchte man die Reihe wirklich dann eben erleben und aufholen und die komplette Geschichte dann mitnehmen und dann ne, schauen, okay, wie ist das, wie stehe ich dazu, wie fühle ich mich da eben in dem Bezug und dann das Ganze da entscheiden und am besten einfach mal in die Sachen irgendwie reinspielen und es nicht als irgendwie so eine Hausaufgabe betrachten, nicht als dieses, oh mein Gott, das dauert so ewig, ich will jetzt einfach in die Trails-Reihe reinkommen und den aktuellen Release spielen, oh, da ist jetzt eine neue Story hat angefangen, in dieser übergreifenden Geschichte steige ich einfach damit ein, hey, das habe ich bei Cold Steel auch gemacht, ich hatte eine hervorragende Zeit mit Cold Steel 1 und 2, aber auch ich bin jetzt eben zurückgegangen und habe jetzt mit der Sky-Reihe angefangen und auch da merke ich schon, oh okay, da kriege ich doch nochmal einen anderen Bezug zu den Spielen, eine andere Einführung und ich weiß, dass ja auch Charaktere aus diesen Teilen in den späteren Titeln dann eben noch mit eingeführt werden und merke eben auch, ja, das ist die bessere Entscheidung hier gewesen, nochmal von da eben anzufangen. Aber ja, das soll es einfach nur gewesen sein als eine allgemeine Empfehlung. Das heißt, hey Björn, wo soll ich Spielereihe XY anfangen? Dann wisst ihr ab sofort die genaue Antwort. Ist natürlich vollkommen okay, mich trotzdem irgendwie in Streams oder sonst was irgendwie zu fragen. Gerade wenn es über Versionen geht oder so, hey, kann ich das irgendwie auslassen? Aber ich denke mal, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Wie gesagt, Prequels nie als irgendwie immer diese Abkürzung betrachten, weil auch die Sachen sind meistens für Fans und profitieren davon, die restlichen Teile zuvor gespielt zu haben. Aber ja, das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt mittlerweile die 12.000 Abos geknackt. Damit habe ich jetzt auf dem Zweitkanal mehr Abos als auf dem Hauptkanal und ja, diese Bezeichnung wird gleich bleiben und ich habe auch den Ansporn, den Hauptkanal wieder weiter anzutreiben, dass der dann wieder auch an erster Stelle stehen wird mit den geskripteten Inhalten, aber ich wollte es an der Stelle nur mal kurz erwähnt haben. Ansonsten euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Bye, bye.